Ich habe. Die sind schon wieder hier. Venis hier. Was? Venis hier. Rechts vom Bergmann und die haben scheinbar nicht angefangen mit Bergmann. Sorry, ich war gerade gemutet. Was ist denn jetzt. Also, ist jetzt der Hase von. Vor der Festung. Komm vor die Festung und wir fahren los. Die Flussmündung. Wir fahren jetzt Richtung Norden, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gleich. Okay, an der Seite entlang. Ich komm. Hä, ich komme aus unserer Basis gar nicht mehr raus. Also, wieso zu Balui geht alleine an Land? Dadurch, die Koordinaten sind nicht ganz korrekt, ja? Der zweite Minus kommt vor die erste Zahl. Das ist die Mission. Rettet Peter, wissen Spark und du Bescheid. Ja, die wissen Bescheid, aber Spark hat Angst. Er wollte uns nicht gehen lassen. Okay, aber Spark ist ja auch nicht der alleinige Leader, ne? Wir haben ja zwei in unserer Gruppe. Ja. Können wir nur ein bisschen Abstand nehmen vom Strand? Basti, lass mich nach rechts gehen. Nessie, kleb an meinem Hintern, bitte. Sneaken, Peter? Ja, das ist nicht so einfach. Ich muss ja, kann ich sneaken, wenn ich in meinen Inventar gucke? Nein. Basti, lass mal kurz abbremsen, damit die anderen rankommen. Ist da jemand in dem Boot? Nein. Oh, ich bin Connection Lost, ne? Was? Echt? Hab ich zwischendurch auch. Leckt auch ein bisschen, leider. Einmal sprinten und dadurch auch, ihr fahrt langsam. Ja. Nessie, connecte wieder, ich warte hier. Ich komm nicht mehr drauf. Nessie? Warte. Oh nein. Nee, ich komm nicht mehr drauf. Wieso nicht? Dann starte Minecraft mal. Okay, gut, wir fahren weiter, du bist ja nah an der Basis, du kannst locker zurück. Kurz Peter, aussteigen, zusammenbleiben. Ja, auf jeden Fall weiter dabei, mich hochzubauen. Oh, shit. Boot einpacken. Ah, ja. Na gut. Hat jeder. Gut, ich hab jetzt kein Boot, aber ich steig. Ja, ich hab noch ein zweites Boot, alles gut. Okay, jetzt brauchen wir Peter. Ja, ich komm. Ja, alles unter Mann, ich nicht, okay. Wo ist Peter? Bisschen weiter im Wald oder was? Nee, da hat sich. Die haben da sich runtergegraben. Die müssten also. Wo genau weiß ich nicht. Er müsste sich jetzt hochgraben, theoretisch. Ja, ihr also dürftet den Eingang unserer ehemaligen Base vielleicht auch sehen. Oh Gott, jetzt bin ich hier in irgendeiner Höhle. Das ist hier das Chaos, zusammenbleiben. Hier müsste es sein. Okay, ich bin bei unserer Base. Vielleicht gehe ich auch wieder in die Höhle einfach und gehe den anderen Weg hoch und dann komme ich zu euch. Bau dich einfach hoch. Ja, komm. Ich halte Ausschau aus dem Wald, noch Ausschau halten. Okay, ich gehe rein. Ich versuche Peter abzuholen, ich gehe rein. Zück dein Schild oben. Wer beobachtet, bitte mit gezücktem Schild, damit ihr einen Pfeil im Zweifel abwehrt. Ich beobachte den Strand und die Mitte. Da vorne ist ja der Nether, oder? Moment. Ich beobachte den Wald und die Mündung. Da unten... Braucht ihr noch meine krasse Hilfe? Nee, wir sind auf dem Weg. Der Mann sind immer da. Wir sind hier in irgendeiner Base. Die haben eine Base gebaut, glaube ich. Ja. Oh, ich sehe deinen Namen, Peter, glaube ich. Das müsstest du sein. Gut. Kommst jetzt die lange Treppe auch. Da bist du. Hey! Dadasch! Da habe ich wieder diese gefreut, dich zu sehen. Rekrutiert! Na komm, Meister. Wir gehen erstmal. Wahrscheinlich haben das die Stream-Sniper mitgekriegt. Na, hier sind gerade ganz viele Namen. Wir kommen von unten hoch. Das sind die. Okay, ich bin da, Leute. Schnell ans Meer. Komm. Ja, ist Peter, ab ans Meer. Vorne noch falsch an, nicht gewürdig, wir haben Zeit. Ja, nicht springen, alles cool. Sehr schön, sind alle da. So, kommst du mit dem Peter, komm gerne bei mir mit rein. Ich hab noch ein Plätzchen. Alles cool. Ja, ich sitz bei Dado. Lass mich nicht zurück, Freunde! Warte auf mich! Early, komm her! Komm rein! Ja, wir haben auch ein Boot. Niemand wird zurücklassen hier! Ich wollte gerade sagen, Nice, hat funktioniert. Wow! Mein Herz, Leute, ey! Peter, wie viel AP hast du? Genau, wie viel AP? Zwei Herzen. Oh, der braucht Suppe. Ich hab ne Suppe dabei. Ich hab auch fünf Fleisch, falls du ne. Ja, komm, ich hab also Essen. Ich bin voll, was das angeht. Das ist kein Problem. Nur dann Leben machen wir das halt gleich. In der wenn wir in der Base sind, dann kann er seine. Oh, vor uns, Flo. Okay, alles gut. Das ist Flo. Okay, okay, nein, jemand, das war jemand anderes, aber ja, jetzt kein Stress mehr. Flo, los, Liebe, der gute Lose. Wir dürfen jetzt. Guck mal, wie viele Leute sind wir jetzt eigentlich im Team? Drei. Wir sind jetzt 23, wenn ich mich nicht täusche. 23. Ich nenne das. Einfach die Mega-Allianz. Ja, ist halt echt so riesig. Die Mega-Allianz vom Mega-Projekt. Ja, okay, inspiriert, ist so. Ja. Rein, Dadosch bitte raus. Warte, ich schlage zu. Vorsicht. Oh, Sparke wieder. Was ist das? Nice, rein in die gute Stube. Okay. Wir haben es geschafft. Er ist tatsächlich noch am Leben. Und wir haben es geschafft. Kann das sein? Muss aufpassen, wenn du aussteigst. Kann ja einer mal ein Boot hinsetzen. Ich sparke hier gerade irgendwie. Warte, ich baue dein Boot. Oder nee, komm erstmal rein, ich hau nicht erst mal zu. Erstmal muss ich. Ah, jetzt fang ich! Warte, ich baue dein Boot auf. Gehst jetzt nicht drauf! Wieso hab ich gerade Damage gekriegt? Peter, du hast nicht an dem Boot festgefangen. Oh Mann, ey! Das gibt's doch nicht! Hä? Da ist der Cornel, gehört er zu uns? Ja, also, das Ding ist, die Olle ist im Wasser. Ich muss den Stream-Sniper machen. Ich möchte aber ganz kurz
einmal in den Keller rein, denn ich suche mir Lava. Peter, das war schon mal erfolgreich. Willkommen im Team Geilo, sage ich jetzt einfach mal. Und ich gehe kurz Lava suchen, spreche mit Spark. Ihr kriegt, ihr regelt das alles. Bis dann. Ja, der steht da drüben. Vor unserer Base steht der. Da, gegenüber. Keiner sagt was. Er gehört nicht zu uns. Was ist jetzt? Sammeln. Gegenüber, vor von der anderen Dingens. Hier ist ein Creeper drin. Ihr wisst, dass Stegi vor unserer Base steht, oder? Lol, Schmocki ist gestorben. Warum steht er da? Er sagt, er ist nur auf der Durchreise. Lol, Schmocki ist tot. Das ist der PvP-Spieler, der mit Venus so rumläuft. Lol. Ja. Warum steht Stegi da, Freunde? Er sagt, er ist auf der Durchreise. Kev will hin und ihn töten. Also Stegi hat bis jetzt immer alleine gespielt. Ich glaube nicht, dass er jetzt für irgendwen spioniert. Der Kev ist gerade auf dem Trip, der will alles töten, was hier in die Nähe kommt. Gehört Flo zu uns? Das weiß ich nicht, das müssten Alex und Paul wissen, aber irgendwie sagt mir der Name was. Ja, FlutJamFM. Würde mir eine Seele nicht aber der ist nicht in unserem Team, nee. Okay, die greifen an. Stegi, komm zu uns. Wir gehen runter. Brian. Stegi und Co. greifen an. Stegi und Co. greifen an. Hä? Okay. Ah, nee, Stegi wird angegriffen von Finks, heißt der Typ. Ja. Ist er bei uns? Nee, ne? Die stehen vor unserer Base, stehen die. Es laggt. Leck, super. Alter, warum ist denn hier der Boden weg? Okay, ach, für schnell. Okay. Oh, lass. Lol, ich bin aus Versehen in den falschen Channel gegangen. Die greifen sich gegenseitig an. Was ist da los? Wer greift wen an? Ist das einer von uns hier? Stegi wird angegriffen. Ich geh rüber auf den Discord wegen Kommunikation. Alex ist bei uns, ja. Okay. Hallo? Greifen die jetzt Stegi an? Irgendwas passiert hier gerade, ich weiß noch nicht. Kev, was machst du? Ja, ich dachte, da war einer von uns drinnen, deswegen habe ich gefragt. Wir sollten uns alle in einem Discord sammeln, weil ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen. Nein, nur Stegi ist... Ja, aber das findet direkt vor unserer Base statt. Das sind mindestens 5 Leute, so viele Pfeile, wie da Leute, sind. Leute, ich habe eine Idee. Wir könnten die Pfeile einsammeln. Random. Ich gehe nicht raus und Pfeile einsammeln. Die stehen da ja noch. Sammeln die Pfeile ein. Bis gleich. Es wurde gerade in die Chat der Frage gestellt, ob wir Sarah in Ruhe lassen würden, wenn wir ein Dia dafür bekommen. Auf gar keinen Fall. Das ist most wanted hier am Server. Wir könnten ja Dias anbieten, wer uns ihren Kopf bringt. Ja, genau. Nachfrage für den Pizpi-Chat, warum hast du alle Sarah? Weil sie gestern... Sie hat Panda getötet. Nach 5 Minuten. Okay, alles klar. Aber Sarah, hast es jetzt auch im Pizpi-Chat am Start. Sehr gut, bitte. Bester Mann. Scheiße. So, Pizza, hattest du Wolle? Ich hab eine verzauberte Angel mit Mandy. Also, Team Dias. Was? Nice. Was ein Arschloch. Ich meinte herzlichen Glückwunsch. Hat jemand eine Angel? Ich brauch eine Angel. Ich auch. Meine ist weg. Der hat mir am Anfang auch die Fäden gegeben. Gib dem alten Mann eine Angel. Ich hab kein Bier. Danke. Die Angel ist schon weg. Fuck! Ich meinte, die Angel? Okay. Ich brauch auch. Vor uns den Gegner, der Izzy und Herr Bergmann und so. Ja, danke für den Folgen. Pete, hast du schon was Gutes geangelt? Oh, also ich hab gesagt, wir können zu uns, wenn sie uns Sarahs Kopf bringen. Moment, sollen wir denen jetzt anbieten, dass sie da vorne ihre Base bauen können? Ja, komm, dann haben wir noch mehr. Ja. Mir wird gerade gesagt, dass die meine Synapsen quasi, ja, die haben gesagt, dass in den Synapsen von den anderen in den GoPros drinne rein, dass die nichts vom Kämpfen gesagt haben, sondern Frieden wollen. Ja, also wissen wir. Hey, was für Synapsen? Ich bin einfach am Angeln. Was ist Synapsen? Was hier, Alter? Ja, ich sollte mit meinem RP-Gespräch aufhören. Das schon, ja. Nee, aber bitte, so, dass wir es verstehen. Alter, Dadosch, hast du gerade, warst du an meinem Eisen? Fuck, ich bin am Enchanten. Ja. Oh, lies mal im Chat. Moment, ich muss ja mal ganz kurz rübergehen. Das ist ein Delfin. Wie geil ist das denn? Helfen wir euch und andersrum. Ey, wie süß, Mann. Ich bin mit Delfin, Mann. Wie geil ist das denn? Weil ihr könnt ja nicht heilen, die können ja doch heilen, oder? Ich wollte schon immer mal mit Delfinen schwimmen. Das ist heilen, oder? Du bist neugieriger. Harakiri! Oh, das ist fies, Alter. Guck, hat sich was verloren, das ist Nemo. Ich bin ganz friedlich. Okay, alles klar. Können die einen heilen? Ich dachte, die können einen heilen, Delfine. Ich glaube, der Delfin ist nicht so schnell. Ich glaube, wir brauchen keine Angst vor denen zu haben. Wenn Delfine so gerne mag, kann er nicht böse sein. Ich dachte, Delfine schwimmt man nur in Miami oder so. Habt ihr Strings? Wir würden uns handeln. Ja, wir suchen dringend Strings. Wir nehmen auch Tangas. Habt ihr Wolle? Ja. Nee, haben wir. Ich hab Wolle. Ich hab auch Wolle. Oh. Würdet ihr die geben und oder tauschen? Gegen was denn? Ja, wenn man tauschen kann, dann tauscht man natürlich. Was gibt's denn? Ich weiß nicht, was braucht ihr denn? Wofür braucht ihr denn Wolle? So ein paar Diamanten. Für was wir Wolle benötigen? Ja. Können wir leider nicht kaufen. Das sind geheime Informationen, darüber können wir leider nicht. Wir haben einen Seniorenangler gegründet. Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Anglerverein.
Boah, da würde ich aber auch gerne dran teilnehmen. Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Ich habe einen String, aber den habe ich an, wa? Hör mal, den nehme ich auch getragen. Ich rieche eh nicht mehr so gut, also das macht mir nichts. Ja, das ist ja eine großartige Sache. Ich habe auch noch eine Suppe im Angebot. Nee, warte, doch, ich habe noch eine Suspicious Soup im Angebot. Das schmeckt. Ja, Suppe habe ich auch noch im Angebot. Hör mal, das habe ich schnell. Suppe und zwei normale Äpfel gegen die Wolle und den String. Machen wir, oder? Ja, also wie seltsam. Also ein String und ein Wolle, meinen Sie? Nee, die Wolle und Wolle, also die Wolle, die ihr habt. Ach, wir, ja. Legen wir mal zusammen. Gebt mir mal alle eure Wolle und Strings, dann gucken wir, wie viel wir haben. Also wir würden euch auch noch Michi anbieten sonst. Das den kriegen wir auch gerne mit. Ich finde das so geil mit dem Clan. So, ja, okay. Die jungen Herrschaften. Und dann auch gute Nachbarschaft, ne? Vielleicht auch gute Nachbarschaft. Ah, hier ist ein kleiner Zombie. Genau. Kommt ja mal auf ein kaltes Bier. Nein, Nancy, komm. Ach, immer gerne. Vorsicht, Zombie! Zombie, Baby-Zombie! Uiuiui! Hörli, steig ein! Oh Gott. Seid vorsichtig! Ja. Hau die nur verprügelt, die Kleinen! Versuch die mir Arsch! Vorsicht! Schlag ihn weg! Hörli, Boy! Uiuiui! Hier lang, Nancy. So, er ist tot. Okay. Ja. Das war eine Krise. Also, Herr Bergmann. Ja, das fehlt schon. Kommen Sie mal gerne auf ein Bier vorbei. Das Bier müssen Sie aber mitbringen, ne? Das kriegen wir hin. Und super. Sie können auch, ich baue jetzt hier so einen Angelsteg, können Sie auch gerne irgendwie Tag und Nacht einfahren. Ist kein Problem. Unter der Erde ist jemand, Alter. Das ist echt. Alles klar. So. Auf gute Nachbarschaft. Machen Sie es gut. Auf gute Nachbarschaft. Machen Sie es gut. Ciao. Machen Sie gut, Jung. Welcher von euch Säcken hat mir mein Boot geklaut? Clemens ist offen. Ich war das. Clemens ist offen. Ah. Was? Wir hören uns übrigens alle bei dir krass getötet. Was? Der Kämpfer wurde getötet, ja. Direkt vor unserer Base. Was? Leute, was ist los? Nein, ich hatte gerade 5 Strings gefarmt und wollte sie zurückbringen. Das hat nicht geladen. Das Leuchten hat nicht geladen gehabt und plötzlich... Ist er noch da? Die kam aus dem Nichts. Da waren plötzlich 3 Leute. Oh Gott, ey, wahrscheinlich habe ich nicht geguckt, müsste aber so schnell gewesen sein. Das war extrem schnell. Das war Safe Stream Sniping. Alter, keine Ahnung, ich weiß noch. Ja, und ich hab gesagt, nicht drin, idealerweise. Ja. Leute, anscheinend kommen ein paar Leute zu uns jetzt gerade hier. Ach du Scheiße. Nee, wir kommen erstmal den Weg zurückfinden, das ist nicht so einfach hier. Wo werden die angegriffen? Mach mal einer die Tür auf unten, bitte. Wo geht's denn hoch überhaupt? Ja, komme, ich mach Tür auf. Keine Ahnung, wo es hochgeht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Was, weiß jemand, was passiert ist? Die sind schon wieder hier, wenig hier. Was? Wenig hier, rechts vom Bergmann und die haben scheinbar nicht angegriffen mit Bergmann. Was? Hau ab. Die bewegen sich gerade aber auch richtig schnell und sneaken. Ich glaube, die wollen sich erstmal... Ja, ich glaube nicht, dass der Bergmann sich da so sicher ist, dass Veni nicht angriffspackt hat. Ja, so wie die sich gerade bewegen, ne? Die sind auch in Hauptabstand. Ja, aber Veni, die hätten die schon längst umgenietet. Dürfen wir bei euch, oder? Leute, kommt doch mal alle rein jetzt, oder? Ja, die am Rad stehen. Kommt rein. Ja, lasst die rein, Leute. Sollen wir uns hier oder nach oben? Wir haben schon viel Zeit, ne? Da beim Verzauberungstisch, würde ich sagen. 30 Sekunden oder so, ja. Alter, diese Festung, ne? Ohne Witz, ey. Ich habe echt Panik, dass die mit denen Pakt haben, ne? Ja, und dass sie jetzt einfach nur gekommen sind, damit wir den Dingeziege werden. Ja, aber hör mal, das kannst du jetzt gleich nachgucken, der Stream ist gleich zu Ende. Kannst du ja, das können die doch besprochen haben. Leute, vorher. Soll ich die reinlassen? Ja. Nessie, Mann! Was? Du hast mich geschlagen! Oh nein, ich hab das so Trottel! Nessie paktiert mit denen! Nessie! Okay. Ich hab nur meinen Cobblestone hier rausgebracht. So, da war's vorbei. Wir haben überlebt! Nächster Tag, jawoll! Wir sollten auf jeden Fall mal mit denen sprechen vom nächsten Mal. Ja, unbedingt. Ja. Oh, war cool, hat Spaß gemacht. Base vielleicht ein bisschen größer bauen, weil wir jetzt immer mehr werden. Aber Leute, ich muss sagen, es war trotzdem gut. Wir wissen, dass wir jetzt zusammengehören. Ja, aber es könnte halt, wie gesagt, morgen kann es halt passieren, dass Veni und Co. direkt beim Einloggen angreifen werden, weil sie denken, dann sind wir am schwächsten oder so. Macht euch da einfach Spaß. Falls die vielleicht hier reingehen. Nee, ich glaube nicht, dass Bergmann sich auf sowas einlässt. Also. Nee. Nein, ich glaube es echt. Ja, 5 Tage überlebt, Freunde. Also diese Folge habe ich nur Schaden bekommen und bin herumgerannt. Ja, diese Folge habe ich Schaden bekommen, aber Schärfe 4 ist fast drin. Ich bin aber erstmal raus und so weiter streamen. Same. Okay.